Kapitel 11 Öffne deine Tore, Libanon! Das Feuer deine Zedern verzehrt! Heult auf, ihr Zypressen! Die Zedern sind gestürzt, die Herrlichen dahin! Heult, ihr Eichen von Baschan! Denn niedergelegt wurde der undurchdringliche Wald! Und hört ihr, wie die Hirten heulen? Auch ihre Herrlichkeit ist dahin! Hört ihr das Brüllen der jungen Löwen? Selbst der Jordan-Urwald ist nicht mehr. Jahwe, mein Gott, sagte zu mir: Weide die Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Ihre Besitzer schlachten sie ab und fühlen sich doch ohne Schuld. Ihre Verkäufer stoßen sie ab und sagen noch: Preis sei Jahwe, ich bin jetzt reich. Keiner der Hirten schont seine Tiere, darum werde auch ich die Bewohner der Erde nicht mehr verschonen. Ich lasse sie in die Hand ihrer Mitmenschen fallen und liefere sie ihren Königen aus. Und selbst wenn diese das ganze Land verwüsten, ich befreie niemand aus ihrer Gewalt. Da weidete ich die zum Schlachten bestimmten Schafe der Viehhändler. Ich nahm mir zwei Hirtenstäbe, den einen nannte ich Freundschaft und den anderen Verbundenheit. Als ich nun die Herde weidete und in einem Monat drei Hirten beseitigt hatte, verlor ich die Geduld mit den Schafen und auch sie wollten nichts von mir wissen. Da sagte ich: Ich will euch nicht mehr weiden. Was stirbt, mag sterben, und was verkommt, mag verkommen, und der Rest mag sich gegenseitig auffressen. Dann zerbrach ich meinen Stab Freundschaft, um den Bund zu zerbrechen, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Von diesem Tag an hatte er keine Gültigkeit mehr. Da erkannten die Viehhändler, die mich beobachteten, daß ich im Auftrag Jahwes gehandelt hatte. Ich sagte zu ihnen: Wenn ihr wollt, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Da zählten sie mir einen Lohn von 30 Silberstücken hin. Jahwe aber sagte zu mir: Das also bin ich ihnen wert. Wirf die großartige Summe dem Töpfer hin. Ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel dem Handwerker hin, der das Gold und Silber einschmolz. Dann zerbrach ich meinen zweiten Stab, Verbundenheit, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu zerbrechen. Nun sagte Jahwe zu mir: Nimm noch einmal Hirtengeräte in die Hand und verhalte dich wie ein schlechter Hirt. Denn ich werde einen Hirten im Land auftreten lassen, der die Vermißten nicht sucht, die Zerstreuten nicht sammelt, die Verwundeten nicht heilt und die Gesunden nicht versorgt, sondern das Fleisch der besten Tiere verschlingt, nachdem er ihnen die Klauen zerrissen hat. Weh dem nichtsnutzigen Hirten, der die Schafe verlässt! Das Schwert treffe seinen Arm und sein rechtes Auge, sein Arm sei verkrüppelt und sein rechtes Auge blind.